Hallo, in diesem Video will ich erklären, wie man den Satz von Green liest. Der Satz von Green, wenn man die Wikipedia oder ein Mathebuch öffnet, dann sieht das meistens so aus. Wir haben hier oben eine große Formel und wir haben hier so ein schönes Bild. Man sollte schon mal dazu gewusst haben, dass auf der linken Seite das Flächenintegral berechnet wird und auf der rechten Seite das Kurvenintegral. Was auch als Erklärung überall steht, statt dass wir den Flächeninhalt berechnen, integrieren wir einfach über diese Kurve C, also über den gesamten Teil hier außen rum, und können dann damit unseren Flächeninhalt berechnen, sagt dieses Gleichheitszeichen. So, ich will jetzt hier erklären, wie fasst man das an? Wie benutzt man das? Wie liest man das? Also, ja, wie fange ich an, diesen Klotz hier zu benutzen? Dazu erstmal ganz allgemein, wie berechnet man denn einen Flächeninhalt? Das hat man hoffentlich schon mal irgendwo gesehen und vermutlich wieder vergessen. Du machst ein Doppelintegral über die Fläche, schreibst hier eine 1 rein und sagst dann integriert nach dx und integriert nach dy über die Fläche d. Kannst dich ja auch umdrehen. Ja, so berechnet man den Flächeninhalt. Jetzt ist die Frage, vielleicht nochmal als Wiederholung, wie benutzt man dieses d hier? Da will ich mal ein kurzes Beispiel. Deutsche schwere Sprache. Kurzes Beispiel. So, ja, ich schreibe es schon mal vor, weil wir es gleich brauchen. Ich sollte hiermit anfangen. Wir haben hier x und y im Koordinatensystem. Das sollte eigentlich ein x werden hier. Und wir haben jetzt hier eine Fläche. Und das ist unsere Fläche d. Das geht hier bis 3 und hier bis 2. Und wir machen das mal einfach so, wie wir das eben gerade aufgeschrieben haben. So. Das erste geht nach dx. Das heißt, wir gehen von 0 bis 3. Das zweite geht nach dy. Das heißt, wir gehen von 0 bis 2. So, was kommt da jetzt raus? Das ist dasselbe wie das hier. Und das ist dasselbe wie das hier. Und das ist dasselbe wie das hier. Und ja, ich kürze es mal ab und das ist dasselbe wie 6. Moment, hier, so. Und wenn wir das selbst berechnet hätten, wären es 2 mal 3 gewesen, wäre auch 6 gewesen. Selbes Ergebnis. So benutzt man also dieses D, also so löse ich dieses D auf. Man muss ja hier diese Grenzen setzen. Und wie man vielleicht auch schon mal gelernt hat, das geht auch zum Beispiel, wenn wir jetzt hier sowas haben. Oh, das ist aber nicht gut. So soll eine gerade Linie sein. Sagen wir, y ist gleich x. Nehmen wir uns hier mal ein bisschen Platz. Dann würde unser Doppelintegral so aussehen. Am Anfang gehen wir von 0 nach x und außen gehen wir von 0 nach 3. Hier kommt dieselbe 1 rein. Und jetzt dieses Mal integrieren wir erst nach y und dann nach x. Warum? Weil dieses x hier steht, sollte man auf jeden Fall gelernt haben. Ich kürze das mal am besten ab. So, und dann kommen wir am Ende auf 3. Warum? Weil es ja die Fläche durch 2 ist. Und nur so eine Frage Interesse halber für alle, die an Mathe interessiert sind. Was bedeutet eigentlich diese 1 hier? Und warum, was bedeuten, wenn hier irgendeine Funktion stehen würde? Aber das soll uns nicht weiter interessieren. So, wir haben auf jeden Fall jetzt gelernt, einmal zurück, wie dieses D benutzt wird. Also wie das aufgelöst wird. So, und jetzt kommt die große Magie. Das war eine ultimativ schlechte Überleitung. Jedenfalls, hier steht eine 1 für uns. Und dieser Mr. Green sagt jetzt, die Form dieser zwei Integrale sieht da ziemlich gleich aus. Dieser Mr. Green sagt jetzt, wenn dieser ganze Kram hier, guck mal, wenn das 1 ist, wenn ich eine Funktion f und g so wählen kann, dass dieser Ausdruck hier 1 wird, dann kann ich auch das hier berechnen. Am besten mit einem Beispiel. Nur mal angenommen. Angenommen, eine Funktion g, die existiert, ist definiert als einfach nur x. Und eine Funktion f, die wir uns ausdenken, ist definiert als 0. Dann würde es bedeuten, dass g nach x abgeleitet 1 ergibt. Und f nach y abgeleitet, oh, wir müssen es hier machen, ergibt 0. 0. Das heißt ja, dass g nach x abgeleitet minus f nach y abgeleitet 1 ergibt. Aha, jetzt haben wir was gelernt. Wir können jetzt also sagen, wir haben das uns jetzt so überlegt, wir können jetzt also sagen, gut, g ist x, f ist 0, dann können wir das statt mit diesem Ausdruck hier, also statt das hier zu berechnen, können wir einfach auch das hier berechnen. Das heißt, wir sagen dann hier, das hier, unser f ist ja 0, das heißt, das ist 0. Das heißt, was stehen bleibt ist, das Integral über c, ja, x nach y integriert. Ja, und mehr will ich eigentlich auch gar nicht dazu sagen. Das ist die Art und Weise, wie man es benutzt. Vielleicht noch, es gibt natürlich nicht nur diese eine Kombination, sondern es gibt natürlich verschiedene F- und X-Kombinationen.
Entschuldigung, F und G Kombination, die alle 1 ergeben, wo man das dann hier benutzen kann. Und nur mal angenommen, hier sollte jetzt nicht 1 stehen, sondern wir wollen ein Flächenintegral ausrechnen, wo hier dann eine 2 steht. Oder wir wollen hier was ausrechnen, wo hier dann eine 2 steht. Dann muss halt hier oben auch 2 rauskommen. Ist ja kein Problem. Dann wählen wir unser F und unser G so, dass da eine 2 rauskommt. Und vielleicht noch am Ende die Frage, warum das Ganze? Das wird, glaube ich, auch in anderen Videos geklärt, aber ich will es nochmal mit der Vollständigkeit halber dazu schreiben, sagen. Nehmen wir an, wir wollen die Fläche ausrechnen, können es aber gar nicht. Warum? Wir haben keine Ahnung, wie man unser D auflöst. Wir sind zu faul. Es ist zu komplex, das D aufzulösen. Dann ist es einfacher zu. Und plus, ganz wichtig, und es ist möglich, es ist uns möglich, über die Fläche C zu integrieren. Oder es ist einfacher, über die Fläche, Entschuldigung, über die Kurve C zu integrieren, statt hier das ganze D auszurechnen. Statt das Ding ist es einfacher, das hier auszurechnen. Zum Beispiel für den Computer geht es vielleicht schneller, wenn man das hier ausrechnet. Dann macht es Sinn, den Satz von Green zu benutzen, weil wir es sonst nicht ausrechnen können oder es zu lange dauern würde. So, das soll es auch schon gewesen sein. Vielen Dank fürs Schauen. Fragen, Anmerkungen bitte in die Kommentare unten rein. Ich versuche wie immer so schnell wie möglich zu antworten, wenn mein Deutsch funktioniert.